Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bezüge der Mitglieder der Landesregierung. Drucksache 19/2195. Eingebracht wird das Gesetz von Staatsminister Wintermeyer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bringe für die Landesregierung einen Gesetzentwurf zum Thema Karenzzeiten ein, der auf zwei Grundgedanken beruht. Erstens. Politik darf kein Closed Shop sein. Politische Ämter müssen für Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen attraktiv sein. Deshalb darf Politik nicht zur Einbahnstraße werden. Will heißen, im Anschluss an ein Regierungsamt muss man wieder in den alten Beruf zurückkehren oder auch eine neue Beschäftigung aufnehmen können. Bei einem solchen Wechsel muss allerdings schon der bloße Anschein einer Interessenskollision vermieden werden. Beide Überlegungen trägt, meine Damen und Herren, der Entwurf, den wir heute vorlegen, Rechnung. Erstens. Der Wechsel von einem Regierungsamt in die Privatwirtschaft ist und bleibt möglich. Zweitens. Unter Umständen muss man damit aber etwas warten. Diese Wartezeit ist die Karenzzeit, das, wenn ich sagen darf, das Herzstück unseres Gesetzentwurfs. Meine Damen und Herren, Politik lebt von Vertrauen. Wer Politik macht, ist deshalb gut beraten, wenn er noch nicht einmal den Anschein erweckt, dabei in erster Linie an sich selbst zu denken. Das gilt für uns alle. Für uns alle. Für Regierungsmitglieder gilt das in besonderem Maße. Vor diesem Hintergrund sorgt der Gesetzentwurf an einem erfahrungsgemäß heiklen Punkt, dem Wechsel vom Regierungsamt in eine private Tätigkeit, für Transparenz. Und, meine Damen und Herren, das schafft Vertrauen. Meine Damen und Herren, mit der Karenzregelung wollen wir schon dem Anschein entgegenwirken, das Regierungsamt sei mit Blick auf spätere Karriereaussichten ausgeübt worden. Andererseits müssen frühere Regierungsmitglieder, wie übrigens jeder von uns hier in dem Haus, ihren Berufsweg auch außerhalb der Politik fortsetzen können. Das gebietet schon das Grundgesetz, das die Berufsfreiheit für jedermann gewährleistet. Eine gesetzliche Regelung hat diese unterschiedlichen Interessen und Rechtspositionen angemessen auszugleichen. Und deshalb untersagt der Gesetzentwurf nicht jede Anschlusstätigkeit. Er gibt auch keine starren Fristen vor, innerhalb derer eine Beschäftigung generell ausgeschlossen ist. Stattdessen schafft er mit Anzeigepflichten und vorübergehenden Untersagungsmöglichkeiten ein flexibles Verfahren, das dem jeweiligen Einzelfall gerecht wird. Wer innerhalb der ersten 18 Monate nach Ende seiner Ministertätigkeit eine Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes nachgehen will, die mit dem Regierungsamt in Zusammenhang steht und außerdem dienstliche Interessen beeinträchtigen kann, muss das grundsätzlich anzeigen. Diese Regelung, meine Damen und Herren, ist angemessen, denn wer die Seiten wechselt, also ein öffentliches Amt gegen eine Position in der Privatwirtschaft eintauscht, wird die Gefahr von Interessenskollisionen nicht ausschließen können. In seiner neuen Funktion hat er die Interessen privater Inhaber oder Anteilseigner zu vertreten und nicht mehr das Gemeinwohl. In Unternehmen, die von der öffentlichen Hand beherrscht werden, und das sind nicht nur solche des Landes, sondern etwa auch kommunale Unternehmen, liegen die Dinge anders. Hier können die öffentlichen Anteilseigner auf die Wahrung des Gemeinwohls hinwirken. Lässt sich ein Interessenskonflikt im konkreten Fall ausschließen, steht der Anschlusstätigkeit nichts im Wege. Gibt es aber einen Konflikt oder ist er zu besorgen, dann kann die Landesregierung in Zukunft die Tätigkeit untersagen, im Regelfall für 12 Monate, ausnahmsweise sogar für 18 Monate. Meine Damen und Herren, die jeweilige Dauer muss natürlich verhältnismäßig sein, weil die Untersagung in die verfassungsrechtlich garantierte Berufsfreiheit eingreift. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Betroffenen nicht mittellos dastehen. Die Untersagung kann deshalb nur für den Zeitraum ausgesprochen werden, für den der Anspruch auf Übergangsgeld besteht. Der Gesetzentwurf
betrifft noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Möglichkeit, als früheres Regierungsmitglied neben den möglichen Versorgungsbezügen auch ein berufliches Einkommen zu erzielen. Diese Hinzuverdienstregelungen werden den Vorschriften angeglichen, die für die Ruhestandsbeamtinnen und Beamten des Landes gelten. Meine Damen und Herren, Hessen wäre nach Hamburg das zweite Bundes- und das erste Flächenland, das eine Karenzzeit einführt. Auch der Bund hat sich dafür entschlossen. Anfang Juli ist nach mehr als 10 Jahren währender Debatte eine gesetzliche Karenzregelung für Bundesminister verabschiedet worden. In der Vergangenheit gab es, Sie wissen das, immer wieder öffentliche Diskussionen, wenn Politiker direkt aus dem Amt in eine Tätigkeit in die Privatwirtschaft wechselten. Jedem, hier würden dazu vermutlich Namen einfallen, und zwar quer durch alle politischen Parteien. Wir sollten alle ein Interesse daran haben, solchen Diskussionen ein Ende zu bereiten und zugleich Betroffenen gegen unberechtigte Angriffe und Vorwürfe zu schützen. Für einen Generalverdacht gegen jene, die sich in öffentlichen Ämtern nach besten Kräften für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger engagiert haben, gibt es auch keinen Grund, diese Anwürfe aufrechtzuerhalten. Meine Damen und Herren, die Karenzregel ist Neuland für uns wie auch für den Bund. Wir sollten es mutig betreten. Ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, denn Transparenz und Klarheit werden am Ende allen zugutekommen. Den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie keinen Grund mehr haben für Mutmaßungen oder gar Misstrauen. Jenen, die in öffentlichen Ämtern Verantwortung tragen, weil sie unberechtigten Spekulationen entgegentreten müssen. Dem Ansehen der Politik, weil man ihr keine Heimlichkeiten mehr unterstellen kann. Und damit und schließlich letztlich auch unserer Demokratie, auf der unser Staat beruht. Darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte ich, dass der Gesetzentwurf die Unterstützung des Hauses erfährt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Wilken, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Staatsminister Wintermeyer, Sie haben sehr vollmundig mit einer Presseerklärung diesen Gesetzentwurf in der letzten Woche ja schon der Öffentlichkeit vorgestellt unter dem Titel »Wir schaffen Transparenz«. Und Sie haben gerade in Ihren Ausführungen wieder das Wort »muss« betont, als Sie gesagt haben, es muss verbieten werden, dass auch nur der Eindruck von Interessenskollisionen entsteht. Leider schafft erst der Blick in Ihren Gesetzentwurf en Detail Transparenz, weil nämlich genau dieses muss vermieden werden, dieses Wörtchen muss, haben Sie in Ihrem Gesetzentwurf vermieden. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, soweit zu besorgen ist, dass dienstliche Interessen beeinträchtigt werden, soll die Landesregierung die Beschäftigung untersagen. Und auf diese Diskrepanz werden wir in den weiteren Beratungen dieses Gesetzentwurfs noch einmal genau achten müssen, weil Sie nämlich im Weiteren auch nicht die Kriterien benennen, wann denn die Landesregierung zu der Entscheidung kommen muss. Wieder Ihr Wörtchen aus der Rede gerade, dass Interessen beeinträchtigt werden. So wie der Gesetzentwurf jetzt vorliegt, schafft er keine Transparenz, sondern ist eine Mogelpackung. Er versucht, etwas zu schaffen, was er eben nicht tut. Auch den Zeitraum, den Sie vorschlagen, ist aus unserer Sicht ein wenig zu kurz gegriffen. Sie betonen einerseits, dass es innerhalb der ersten 18 Monate nach Ausscheiden möglich sein soll, eine Beschäftigung im öffentlichen Bereich, wenn Sie die dienstlichen Belange gefährdet. Aber Sie sagen gleichzeitig, dass es maximal 12 Monate sein soll. Das ist ein aus unserer Sicht zu kurz gegriffener Zeitraum.
Nein, meine Damen und Herren, es geht ausdrücklich nicht um ein Berufsverbot. Es geht darum, und soweit sind wir in diesem Hause sicherlich einer Meinung, dass es möglich sein muss, aus einem öffentlichen Amt, aus einem Regierungsamt wieder in die Privatwirtschaft zu wechseln. Das ist doch vollkommen klar. Nur müssen wir, und das sind wir auch der Bevölkerung schuldig, klar machen, dass die Mitnahme von Insiderwissen sowie eine Verquickung von Wirtschaftsinteressen mit Politik mit diesem Gesetzentwurf eben nicht verhindert wird. Und ein lange schon verloren gegangenes Vertrauen der Bevölkerung in die Politik stellt man so mit Sicherheit noch nicht wieder her. Wir fordern eine gesetzliche Regelung für eine verhältnismäßige Karenzzeit, die sich an der Dauer des Regierungsamtes, den sich daraus ergebenden Anspruch auf Übergangsgeld und der ressortmäßigen Zuständigkeit orientiert. Das würde Vertrauen wiederherstellen. Und wir wollen auch in den Beratungen jetzt klarstellen, nach welchen Kriterien eine Landesregierung dann verpflichtet wird, eine Aufnahme in einer privaten Wirtschaftsbeziehung aufzunehmen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abgeordnete Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ausweislich des Ablaufplanes steht für die Diskussion hier 7,5 Minuten zur Verfügung. Ich will der Verlockung widerstehen, diese 7,5 Minuten auszuschöpfen und will mich auf das Wesentliche konzentrieren. Herr Staatsminister Wintermeyer hat eigentlich alles gesagt, alles deutlich gemacht, was es hier zu dem Gesetzentwurf zu sagen gibt. Ich will in einem Punkt nicht widersprechen, sondern deutlich machen, dass es kein grundsätzliches Misstrauen und auch keinen Generalverdacht gegenüber Regierungsmitgliedern gibt, die nach dem Ende ihrer Amtszeit ausscheiden und in die Privatwirtschaft wechseln, sondern dass es getragen ist, und das unterstützen wir, deshalb werden wir diesem Gesetzentwurf auch zustimmen, dass es getragen ist von dem Ziel, offen zu sein, transparent zu sein, Vertrauen in Regierungshandeln herzustellen und deshalb, wie gesagt, den Interessenskonflikt schon während der Regierungsarbeit eines Mitgliedes erst gar nicht entstehen zu lassen. Sie haben es angesprochen, Herr Minister, wir haben neben Hamburg auch die Mitglieder des Bundeskabinetts, die seit April diesen Jahres mit einer ähnlichen Regelung konfrontiert sich sehen, sind wir das erste Flächenland. Ich glaube, dass Hessen hier an dieser Stelle vorausgehen kann den anderen Bundesländern. Ich glaube, dass wir Beispiel geben können, dass wir eben nichts verheimlichen, sondern dass wir die Arbeit unserer Regierungsmitglieder schätzen, dass wir Vertrauen darin haben, dass es keinen Interessenskonflikt gibt. Und im Gegensatz zu den Ausführungen von Herrn Wilken haben wir nicht nur Vertrauen eben auch in die Regierungsmitglieder, sondern auch in die Landesregierung, wenn es darum geht, darüber zu entscheiden, ob auf Antrag innerhalb dieser ersten 18 Monate ein Regierungsmitglied einen solchen Wechsel vornehmen kann. In diesem Sinne werden wir diesem Gesetzentwurf und nach der Beratung sehr positiv gegenüberstehen. Wir werden ihm am Ende zustimmen. Davon bin ich überzeugt. Und ich hoffe, Ihre Geduld und vor allem die Redezeiten aller der übrigen Kolleginnen und Kollegen nicht ausreichend oder nicht übermäßig strapaziert zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Das Wort hat der Abgeordnete René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Landesregierung hat heute ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt, das Thema, das sehr interessant ist und das wir auch, denke ich, sehr positiv begleiten. Das ist der positive Teil, den ich voranstellen will. Es gibt diesen Regelungsbedarf, es gibt die Bereitschaft der Landesregierung, eine Regelung vorzunehmen. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie kommt man hier zu einem vernünftigen Ziel und was ist das eigentliche Ziel, das wir hier erreichen möchten. Es gäbe aus meiner Sicht gerade in diesem sensiblen Thema auch die Option,
dass man intensiv mit allen Fraktionen hier im Landtag zusammenarbeitet und überlegt, was kann denn hier wirklich eine dauerhafte Regelung sein, die alle hier mittragen. Es wäre schade, wenn eine solche Regelung, die ja nicht nur eine Landesregierung binden soll, sondern alle Landesregierungen binden soll, nachher in einem breiten Konsens beschlossen wird. Ich glaube, das würde dieser Regelung dann auch den Stellenwert geben, den eigentlich im Grundsatz eine solche wichtige, für die Akzeptanz von Politik und Politikern in der Gesellschaft wichtige Regelung braucht. Die Regelung, die Sie jetzt vorgelegt haben, wird sicherlich in der Anhörung noch die ein oder andere positive Anregung erfahren. Und aus meiner Sicht sollte man sich auch als Landesregierung nicht verschließen, hier positiv mit allen Fraktionen in die Diskussion zu kommen, um hier übergreifend etwas womöglich hinzubekommen. Weil ich glaube, für die Akzeptanz in der Bevölkerung scheint es notwendig geworden zu sein, hier eine Regelung zu treffen. Und ich glaube auch, über eine gesetzliche Regelung hinaus sollte es auch einen Verhaltenskodex geben, in dem solche Regelungen noch einmal mit mehr Leben erfüllt werden, als sie einfach nur in einem gesetzlichen Text, der eben an den Rahmenbedingungen, die wir gesetzlich regeln können. Der Staatsminister hat es ausgeführt. Wir haben ja verschiedene juristische Setzungen, die wir beachten müssen. Wir können hier nicht einfach in Rechtsgüter eingreifen, sondern wir haben gewisse Rahmenbedingungen zu beachten. Darüber hinaus könnte auch ein Verhaltenskodex für die Landesregierung diese gesetzlichen Regelungen noch ergänzen. Ich glaube, und darüber sind wir uns alle im Klaren, hier ist ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der in der Formulierung, die er jetzt vorliegt, wahrscheinlich nicht endgültig bleiben kann, sondern ergänzt werden muss. Und meine Fraktion wird sich freuen, wenn es hier einen Gesetzentwurf gäbe zu diesem Thema, in dem sich zumindest eine breitere Mehrheit als die Regierungsmehrheit wiederfinden könnte. Denn es ist etwas, was wir hier debattieren, in dem eben das Ansehen der gesamten Politik, auch des Hessischen Landtags und der Hessischen Landesregierung, eine Rolle spielt. Und von daher hoffe ich, dass wir hier nicht im parteilichen Klein-Klein am Ende auseinandergehen und hier nicht den Konsens finden können, den ich doch bei den bisherigen Rednern hier verspüren konnte. Und ich hoffe, dass wir zueinander kommen an dieser Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das war der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, muss ich sagen, dass wir noch vor der Sommerpause Gelegenheit haben, den Gesetzentwurf zur Änderung der Ministerbezüge hier im Hessischen Landtag zu diskutieren. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass scheidende Regierungsmitglieder bei einem geplanten Wechsel in die Privatwirtschaft ihrer Absicht der Landesregierung melden müssen. Der Staatsminister hat das schon ausreichend erklärt. Die Regelungen sollen verhindern, das halte ich für sehr wichtig, sollen verhindern, dass Interessenkonflikte auftreten. Und er soll schon den bloßen Anschein vermeiden, dass Regierungsmitglieder während ihrer Zugehörigkeit zur Landesregierung nicht unbefangen gearbeitet haben. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt, um mögliche Interessenkonflikten zu begegnen. Falls Interessenkonflikte festgestellt werden, kann die Aufnahme dieser Tätigkeit untersagt werden. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der durchaus neu ist. Und wir haben ja vielfältig auch Diskussionen im Bund gehabt, wo es gerade um den Wechsel von Ministern in die freie Wirtschaft gegangen ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier setzen. Staatsminister Wintermeyer hat es schon gesagt, Hessen ist damit das erste Flächenland, das eine solche Regelung aufnimmt. Ins Ministerbezügegesetz gibt bisher nur Regelungen im Bundesland Hamburg. Ich glaube, dass ein guter Kompromiss gefunden ist, und das, glaube ich, muss man sich auch immer vergegenwärtigen, zwischen dem Grundgesetz und der dort garantierten Berufsfreiheit und den Interessen des Landes. Regierungsarbeit und spätere Tätigkeit in der Privatwirtschaft schließen sich nicht aus. Es braucht aber klare Regeln und Transparenz, damit Interessenkonflikte möglichst vermieden werden können. Noch einmal, mit dieser Regelung soll schon der Anschein vermieden werden, dass die Arbeit, dass die Entscheidungen,
dass Vergaben des Landes möglicherweise unvoreingenommen getroffen worden sind. Mit dieser Regelung setzen wir übrigens einen weiteren Punkt um. Das Kabinett hat das ja bereits beschlossen, und Staatsminister Wintermeyer hat das ja schon gesagt. Neben der Karenzzeit werden auch die Nebentätigkeiten von Staatssekretären und Ministern veröffentlicht. Also, die Kolleginnen und Kollegen des Landtags können sich demnächst die kleinen Anfragen sparen. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Punkt, wo wir Transparenz in diesem Bereich schaffen. Auch zu diesem Bereich kann man sagen, dass ja die Nebentätigkeit von vielen Kolleginnen und Kollegen auch aus der Regierung im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem Hauptamt stehen. Aber auch hier gilt, das kann man transparent machen, und das kann im Grunde genommen jeder lesen. Bei der Berichterstattung über diesen Punkt ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen will ich es erwähnen. Dass es natürlich für die Mitglieder der Landesregierung und für die Staatssekretäre auch eine Höchstgrenze gibt, ab der sie dann an die jeweilige Staatskasse abzuführen haben. Also ab 6.000 Euro, 6.200 Euro ungefähr, ist auch Schluss. Das sollte man auch immer erwähnen, weil ja zum Teil auch so getan wird, als würden dort sich Reichtümer angeeignet. Meistens steht das im Zusammenhang mit dem Hauptamt, und es macht auch Sinn, dass die Spitze des Ministeriums solche Tätigkeiten wahrnimmt. Meine Damen und Herren, wir schaffen mehr Transparenz, wir schaffen Regelungen zum Wechsel in der Privatwirtschaft. Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich will aber noch einmal betonen, wir müssen alle auf allen politischen Ebenen ein Interesse daran haben, dass derartige Regelungen geschaffen werden. Denn wir brauchen Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der jeweiligen Regierung. Die Debatten kennen wir alle. Wir haben gerade schon von Bundesebene gehört. Wir könnten hier wechselseitig verschiedene Namen nennen. Aber ich will auch noch einmal einen Punkt sagen, der durchaus auch in diesem Bereich diskutiert werden muss, was den Wechsel in die Privatwirtschaft begeht. Es wird auf der einen Seite wird sich darüber beklagt, dass ehemalige Regierungsmitglieder gute Übergangsgelder und gute Versorgung bekommen. Und es wird gefordert, dass diese Regierungsmitglieder ja in dem Alter, in dem sie oft in den Ruhestand gehen, noch gut ihren Lebensunterhalt selber sichern können. Wenn sie dann in die Wirtschaft gehen und wenn sie dann einen Job in der Privatwirtschaft wahrnehmen, wird meistens von den gleichen Leuten, die vorher unterstellt haben, dass sie ja noch arbeiten könnten, wird sozusagen von denen gefordert oder unterstellt, dass diese Mitglieder von Regierungen dann in die Unternehmen gehen, denen sie vorher Vorteile verschafft haben. Wir haben es hier mit einem komplexen Problem zu tun. Einfache Lösungen gibt es nicht. Aber ich glaube, was wir hier schaffen, ist eine Möglichkeit, dass die Landesregierung Einfluss nehmen kann auf die Wechsel, wenn der Anschein besteht, dass ein solches Verhältnis besteht. Und im Übrigen schaffen wir Transparenz. Und das ist, glaube ich, in einem solchen sensiblen Bereich ein richtiger Weg, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist eine faire Lösung für beide Seiten. Und wenn man sich einmal durchguckt, der Bund hat es ja auch beschlossen, wenn man sich die Debatten auf Bundesebene anguckt, auch die Anhörung auf Bundesebene anguckt, da gibt es durchaus anzuhören, die schärfere Regelung führen. Aber es gibt auch durchaus eine Vielzahl von Rechtswissenschaftlern, die in der Anhörung gesagt haben, das ist eine Regelung, die genau diesen Interessen nachkommt. Auf der einen Seite der Berufsfreiheit und auf der anderen Seite aber auch die Interessen des Landes. Ich glaube, wir haben hiermit einen guten Weg geschaffen. Und in Richtung des Kollegen Rock, Anhörungen sind dafür da, dass man zuhört, dass man Anzuhörenden zuhört, dass man Kolleginnen und Kollegen zuhört und dass man dann auch schaut, ob das, was man vorgelegt hat, auch die Mehrheit und eine möglichst breite Mehrheit des Hauses findet. Ich glaube, das ist Transparenzregelung für Regierungen und Transparenz, was die Frage von Nebentätigkeiten angeht, dass es uns gut zu Gesichte stehen würde, wenn wir das in großer Einigkeit beschließen würden. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich wirklich auch gefreut über die Wortbeiträge von CDU und FDP, dass sie jetzt für mehr Transparenz sind. Weil das war in der vergangenen Wahlperiode, Herr Reif, dass das nicht Ihr Hauptthema ist, weiß ich, das müssen Sie nicht betonen. Meine Damen und Herren, FDP und CDU haben in der letzten Wahlperiode genau den Vorschlag für mehr Transparenz, auch für Regierungsmitglieder, etwa Veröffentlichung von Nebentätigkeiten oder Einführung einer sogenannten Karenzzeit, noch vehement abgelehnt. Noch vehement abgelehnt. Und darf ich Ihnen nicht vorwerfen, wenn Sie schlauer werden? Nein,
bei Ihnen. Nee, Herr Reif, ich meine jetzt auch Sie wieder nicht, sondern meine Damen und Herren. Ich bin wohlwollend, Ihnen würde ich das noch zubilligen, Frau Ravensburg. Und deswegen kann ich Ihnen das nicht ernsthaft vorwerfen, obwohl ich es ja trotzdem tue. Meine Damen und Herren, die Veröffentlichung von Nebeneinkünften und die Ausweitung der sogenannten Karenzzeit sind also aus Sicht der SPD-Fraktion längst überfällig. Sie orientieren sich an der Bundesregelung mit 18 Monaten. Hier wurde die gut regierte Stadt Hamburg mit einem gut regierenden Bürgermeister Olaf Scholz erwähnt. Ja, Hamburg hat übrigens eine Regelung, die 2 Jahre umfasst als Karenzzeit. Insofern wäre das auch noch ein Aspekt, über den man reden könnte im Rahmen der Anhörung. Und natürlich wird es Kritiker geben, denen reicht das nicht aus. Es wird auch Verschwörungstheoretiker geben, die immer davon ausgehen, wenn ein Politiker mal das Amt wechselt vom öffentlichen Bereich in die Wirtschaft, das sei Korruption, das sei Begünstigung, das sei der Bezug von Vorteilen. Die werden wir aber mit dem Gesetzentwurf auch nicht erreichen, und dann ist es auch halt an der Stelle gut so. Und meine Damen und Herren, die Bemerkung, die bietet sich jetzt wirklich an, nicht jeder Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft gelingt. Wissen Sie, auch von Leuten, die das mit viel Getöse angekündigt haben und die dann auch noch großzügig vor Weihnachten erklärt haben, wir verzichten auf ein Übergangsgeld. Das mussten sie nach der Rechtslage, weil sie schon die entsprechenden Bezüge kriegten. Also der Wechsel von Roland Koch zu Bilfinger und Berger war... Warum sind Sie denn jetzt so aggressiv mir gegenüber? Ich trage das. Ich trage ganz freundlich ein... Ich trage ganz freundlich einen Sachverhalt vor, dass der Wechsel von Roland Koch aus dem Bereich der Politik in die Privatwirtschaft grandios gescheitert ist und die Zeche die Arbeitnehmer bezahlen müssen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das ein Tatbestand, den muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich war noch nicht in der Regierung, deswegen ist das eine theoretische Frage. Frau Lannert, Sie werden auch nicht in die Gefahr kommen. Sie gewinnen ja... Sie müssten als Grundvoraussetzung erst einmal eine Landratswahl siegreich überstehen. Meine Damen und Herren, als kritischen Punkt will ich anmerken, was passiert eigentlich an Sanktionsmöglichkeiten, wenn ein Regierungsmitglied diese Tätigkeit nicht anzeigt und man es nicht mitbekommt. Das werden wir in der Anhörung auf jeden Fall kritisch thematisieren. Einen weiteren Punkt, den CDU und Grüne auch nicht erwähnt haben, auch nicht in den Pressemitteilungen, die Anrechnung von Einkommen auf die Ruhegehälter ehemaliger Regierungsmitglieder. Nach der derzeitigen Regelung im Gesetzentwurf, Herr Staatsminister Wintermeyer, wird es nach unserem Kenntnisstand und Interpretation zu höheren Versorgungsbezügen führen. Das ist dann ein Thema, was wir im Rahmen der Anhörung noch einmal durchaus thematisieren sollten. Denn es kann ja nicht sein, dass man so en passant im Gesetz etwas verankert, was dann eine Verbesserung darstellen würde, weil die Ruhestandsregelungen, glaube ich, sind so schlecht für den Bereich von Regierungsmitgliedern an der Stelle nicht, insbesondere wenn sie die 2 Jahre Amtszeit dann bekommen haben. Aber dazu dient eine Anhörung. Ich habe ja gehört, die Anhörung soll dazu dienen, Abgeordnete zu informieren. Und wenn es positive Erkenntnisse gibt, sie auch positiv umzusetzen, das wäre mir eher jetzt neu. Aber das nehme ich trotzdem gern entgegen. Ich will noch auf einen Punkt hinweisen. Wir wünschen uns natürlich diese Transparenz, diese Offenheit, auch für Unternehmen, wo die öffentliche Hand beteiligt ist oder hundertprozentiger Eigentümer ist. Weil es kann nicht sein, Sparkassen, landeseigene Gesellschaften, dass man dann über die Veröffentlichung von Gehältern ein Geheimnis macht und das dann mit personenbezogenen Daten begründet. Transparenz gilt überall dann dort für uns konsequent, wo die öffentliche Hand beteiligt ist. So konsequent muss man das dann auch umsetzen. Und wir halten diese Abkühlungsphase für ausscheidende Politiker, die natürlich objektiverweise von dem Wissen, was sie im Amt erlangt, dann profitieren können. Das lässt sich dann auch nicht vermeiden, für vereinbar mit der Berufsfreiheit, wie sie im Grundgesetz verankert ist. Diese Argumentation, das sei alles nicht zulässig, teilen wir ausdrücklich nicht. Wir haben eine bestimmte Vorbildfunktion. Und deswegen, meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf, der jetzt vorgelegt wird, geht in die richtige Richtung. Er kommt spät, weil CDU und
FDP nicht im Regierungsentwurf, aber in der Rede des Kollegen Rock gesagt haben, sie sind jetzt auch dafür, sie sind im Erkenntniswert reicher geworden. Das ist ausdrücklich zu begrüßen, weil eine Regelung, die Sie vor zwei Jahren noch vehement abgelehnt haben, jetzt von Ihnen als gut bezeichnet wird, dann sollten wir in die Anhörung gehen, und dann kann dieser Gesetzentwurf auch zeitnah im Hessischen Landtag verabschiedet werden. Aber noch einmal, nicht jeder Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft muss gelingen. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Wir sind am Ende der Debatte. Erste Lesung. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Hauptausschuss.